8. September 2000, mein erster Arbeitstag als Prostituierte. Ich bin in einem Laufhaus gelandet. Frauen mieten dort ein Zimmer, sitzen auf einem Barhocker vor der Tür und bieten sich an. Ich bin heute 17 Jahre und 8 Monate alt. In 3 Tagen müsste ich eigentlich wieder aufs Gymnasium gehen. Mir zittern die Beine und ich habe eine Scheißangst, als ich mich in meiner roten Unterwäsche auf den schwarzen Barhocker vor meinem Zimmer setze. Was werden das für Männer sein, die für Sex mit mir bezahlen? Wird das so schrecklich, wie ich mir das vorstelle? Wildfremde Männer fassen mich an, wie auf dem Viehmarkt, begrapschen meine Brüste, fassen mir an den Hintern und fahren mir mit ihren Fingern in die Spalte zwischen meinen Pobacken. Ich kneife meinen Hintern ganz fest zusammen und verschränke meine Beine, damit die gierigen Hände nicht noch tiefer in mich eindringen können. Sie kommen mir so nah, dass ich den Geruch von Alkohol und Schweiß einatmen muss. Ich könnte kotzen. 21 Männer werden es in dieser Nacht. Morgens um 6 ist es dann vorbei. Ich fühle mich dreckig, klebrig und beschmutzt. Mein Körper stinkt nach den Männern, die mich hatten, und mir wird ganz schlecht davon. Alles tut mir weh. Der Bauch, die Scheide, trotz Betäubungssalbe und Gleitmittel. Meine Brustwarzen schmerzen vom Begrapschen und Kneifen unzähliger Hände. Nach dem Aufwachen ist es noch viel schlimmer. Ich kann nicht sitzen, mir tut alles weh. Mein Unterleib ist eine einzige schmerzende Wunde. Bei der Vorstellung, dass in ein paar Stunden wieder wildfremde Männer in mich eindringen werden, wird mir ganz schlecht. Der Täter hat Katharina damit geködert, dass sie einen gemeinsamen Reitstall haben werden. Und er hat sie von ihrer Familie und den Freunden isoliert. Nur so funktioniert die Masche dieser Loverboys. Wir geben in diesem Kapitel einen kleinen Einblick noch, wie dieses Modell funktioniert hat. Der einzige Lichtblick in dieser Düsternis ist der Anruf von Heinz. 21 Männer, staunt er, gut gemacht, lobt er mich und freut sich über die Einnahmen von über 1000 Mark. Für unseren Reiterhof, sagt er. Und dann träumen wir noch ein bisschen am Telefon von unserem künftigen Leben. Spike, mein kleiner Hund, wird mitkommen und die anderen Tiere auch. Nur die besten Pferde wollen wir für uns aussuchen. Wir zeigen es der ganzen Welt, verspricht Heinz. Heinz heißt in Wahrheit übrigens ganz anders. Wir haben ihnen in diesem Buch eben den Namen Heinz gegeben. Katharina geht durch verschiedene Laufhäuser und Bordelle und bald haben sie aber ihren eigenen Club in Bayreuth. Der Täter pachtet den Club, der besteht aus einer Bar und ein paar Zimmern fürs Bordell. Alles läuft auf Katharinas Name. Er ist mehrfach vorbestraft. Er hätte weder eine Schanklizenz noch wahrscheinlich so einen Mietvertrag bekommen. Für Katharina beginnt eine sehr dunkle Zeit. Sie kommt eigentlich gar nicht mehr raus. Sie geht mal zu den wenigen Arztbesuchen, aber ansonsten ist sie 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag in diesem Club gefangen. Ich muss oft tagelang durcharbeiten. Im Aufenthaltsraum steht unten ein großes Sofa, da lege ich mich in den Pausen schlafen, wenn keine Kunden da sind. Sobald die Türglocke läutet, stehe ich auf und mache einfach weiter. So hat mein Mann mich dressiert. Für ihn zählt nur Geld. Verdiene ich gut, ist er nett, läuft es nicht so gut. Ist er auch nicht nett zu mir. Das nennt man wohl Zuckerbrot und Peitsche. In den danach folgenden Monaten verschlechtert sich die Beziehung von beiden. Er wird immer brutaler und auf das Ergebnis seiner Schlägereien stehen offenbar Freier. Das war für mich eine ganz üble Szene, die wir jetzt hier ihm vortragen. Ich bin es inzwischen gewöhnt, dass Heinz mich schlägt. Er hat mich schon so sehr geschlagen, dass ich weder laufen noch sitzen konnte. Er hat mein Gesicht malträtiert, sodass ich fast nichts mehr sehen konnte, weil meine Augen zugeschwollen waren. Immer wieder war ich wochenlang grün und blau geprügelt und habe den Schmerz mit Alkohol betäubt. Naiv wie ich war, habe ich anfangs noch gedacht, das sei geschäftsschädigend. Doch das Gegenteil ist der Fall. Nie habe ich besser verdient als in solchen Zeiten. Die Freier stehen drauf. Je elender wir Frauen ausschauen, desto besser. Katharina wird in den nachfolgenden Jahren schwer alkoholabhängig. Sie kann das Leben in diesem Bordell gar nicht anders ertragen als mit mehreren Flaschen Prosecco und Wodka am Tag.
Sie steht wirklich kurz vor der Leberzirrhose und manchmal, wenn er sie wieder so zusammengeschlagen hat, wird sie ins Krankenhaus eingeliefert und hat dann Promillezahlen, die wir uns gar nicht vorstellen können. Mal 3,5, mal 3,7. Und zur Überraschung der Ärzte kann sie damit immer noch reden und einigermaßen geradeaus laufen. Manchmal wünscht sie sich in dieser Zeit, dass sie gar nicht mehr aufwacht. Sie ist so fertig und sieht, dass es eigentlich immer weiter nach unten geht, aber sie kommt einfach nicht los von diesem Mann. Der letzte Tag von beiden war dann der 9. April 2011. Alles endet in einer letzten Orgie von Blut und Gewalt. Heinz schlägt mich ein letztes Mal mit all seiner Brutalität zusammen. Ich habe Todesangst. Morgens rufe ich die Polizei zur Hilfe. Als ich aus dem Krankenhaus komme, steht meine Schwester Conny da. Und da weiß ich, dass ich nicht mehr für Heinz lügen kann. Es ist vorbei. Ende 2011 wurde der Täter zu 9 Jahren Haft verurteilt und vor ein paar Wochen ist er freigekommen. Er wird offenbar von der Polizei weiter als sehr gefährlich eingeschätzt. Er kam mit einer elektronischen Fußfessel frei. Das ist ein Mittel, das man in Deutschland gerade auf 200 Täter anwendet. Also man sieht schon, es ist ein besonderer Mann, der da freigekommen ist. Ja, was ist aus Katharina geworden? Katharina hat mit großem Engagement ihre Schulausbildung abgeschlossen. Sie war zwischendurch mehrfach viele Monate in Therapie. Sie ist nach wie vor eine schwer traumatisierte Frau. Sie arbeitet inzwischen als Steuerfachangestellte, macht weitere Ausbildungen, weil sie hat ein Ziel vor Augen. Sie möchte gerne Steuerberaterin werden. Und so wie ich sie kenne, wird sie das auch schaffen. Was sie sich immer noch wünscht, ist ein Partner, ist eine Familie, ist ein Kind. Aber sie hat nach Heinz nie mehr eine Beziehung gehabt. Und ich weiß wirklich nicht, ob sie das jemals schaffen kann. Ich wünsche es ihr von Herzen. Für sie gelesen hat Barbara Schmidt aus dem Buch Schneewittchen und der böse König. Vielen Dank.